Eine Muse ist da erstmal was Gutes. Also Muse, Kuss der Muse, ja, wenn du von der Muse geküsst wirst. Aber es hat damit nichts zu tun, jetzt sagst du. Wenn du vom Muselmann geküsst wirst, ist es eine Vergewaltigung vielleicht. Leihen wir uns doch immer gute Themen aus dem Arsch. Wie immer quasi. Sieht uns ausnahmsweise mal nicht so gut vorbereitet. Nee, ich bin auch zu spät heute. Aber schönen Vollbart hast du heute mal. Das Ach danke, dir. Vielen Dank. Es freut Endlich. Mich sehr, dass es dir auffällt. Endlich mal gut aussehend. Ja, die kalten Wintertage, wie es halt so ist. Das ist doch auch, ist das nicht auch ein guter Spruch für ein T-Shirt, endlich mal gut aussehen? Ich weiß es nicht. Also mein favorisierter T-Shirt-Spruch, wenn dann irgendwann mal Merch kommt, ist, im Kontext macht das alles Sinn. Das ja. finde ich irgendwie so geil. Oder auch das ist so ein Satz, den sage ich den Leuten auf der Straße sehr oft, nachdem ich dann das aufkläre. Ja, im Kontext macht das dann alles Sinn. Auch wenn du das gerade nicht verstehst, weil du dumm bist. So wie unsere Zuhörer. Zuschauer und Leserinnen. Gott, die können ja gar nicht cleverer sein als wir, wenn wir schon so dumm sind und nicht mal Zuschauer ordentlich aussprechen können. Gestern war ich mit einer Sexualpädagogin im Gespräch und also nicht beruflich, sondern wir haben uns halt zufällig getroffen. Ich war mit einer Gesprächspädagogin im Sexualverkehr. Ja. Und sie legt auch sehr großen Wert auf dieses Innen tatsächlich. Und es war im Gespräch so, ich muss sofort an dich denken. Okay. Wenn Robin jetzt hier neben uns sitzen würde, er würde getriggert werden. Ja. Und sie ist da ja auch völlig so dumm. Also war auch spannend, dass sie kennt auch Leute, die sind, sie haben romantische Gefühle zu Männern, aber sexuelle Gefühle zu Frauen. Und es gibt ja alles in der Welt. Aus. So, und das ist krass. Und auch Leute, die halt sehr weiblich aussehen, aber als eher betitelt werden. So. Das ist halt habe ich auch gehört, dass es richtig. Das gibt, ja. Und es ist so spannend und wir haben ein so geiles Gespräch geführt. Leider sehr kurz, aber sehr spannend. Ja, das ist gegen sagt. Hallo übrigens, wir sind Brennpunkt Internet. Ach ja, hallo. Tino Ranacher, Robin Nosravu, kennt die Scheiße doch. Aber wir erzählen über die letzte Woche und vor allem die Woche gesehen aus dem Internet, über das Internet, in dem Internet. Aber natürlich müssen wir auch vorher unsere privaten Themen hier abbaldowern. Ganz wichtig. Was hast du gesagt? Ich wollte sagen, ich habe doch da gar nichts dagegen. Ja, das kann doch jeder gut finden. Aber dieser Sprachfaschismus, ja. Diese Verstümmelung, Verschlimmbesserung der deutschen Sprache. Das haben die aber auch schon vor 100 Jahren gesagt. Ja, die Sprache hat sich immer verändert. Als es noch hieß, ich vermag mit eurer dürren Mutter den Beischlaf zu vollführen. Ja? Ja. Heute sagen wir halt, fick deine Mutter, du Hurensohn. Es macht es nicht besser. Ey, guck, pass mal auf, du schreibst jetzt ein Gedicht. In 10 Jahren oder ein Lied, ne? Machen wir es gar nicht so abstrakt. Ja. Wer schreibt denn heute schon doch Gedichte? Du schreibst ein Lied, so. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ja, da war ich in einer Klasse voll mit vielen Schülern. Dann musst du SchülerInnen sagen. Und dann, weißt du, dann haut das mit den Silben alles gar nicht mehr hin. Und dann musst du irgendeine Scheiße auf SchülerInnen rein. Das ist einfach nur Bullshit. Ja, du sagst ja auch nicht mehr Neger zum Beispiel. Früher haben die noch gesungen. Es kommt ein kleiner Jäger, der jägert einen Fuchs. Oder nicht Neger, was war das denn, dieses Kaffeekanon? Nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann. Habe ich noch gelernt, ja, wo ich auch nicht so alt bin. Aber das musst du ja auch machen. Da müssen die auch gesagt haben, oh, in 10 Jahren darfst du nicht mehr Muselmann rein, da musst du dann singen, farbiger. Ja. Maximal pigmentierter Mensch mit Also Türkentrank, war das dann ein Problem? Weil das, nee, Muselmann. Ja, okay, Türkentrank war kein Problem. Naja, bei dem würde ich sagen, du kannst ja trotzdem noch Türke sagen, du kannst trotzdem noch Trank sagen. Das ist halt einfach so eine Zusammensetzung, die dann vielleicht nicht mehr okay wäre. Muselmann, weiß ich nicht, ob das jetzt gar nicht mehr okay ist. Oder in das geht gar anderen, nicht mehr. Das geht gar nicht oder mehr. Oder auch in Erfurt. Was ist denn eigentlich ein Musel? Nein, ein also, dunkelhäutiger. Ja, echt? Ich dachte, das ist eher so ein türkischer Typ. Ja, oder sowas südländisch irgendwie. Aber also arabisch. Wo kommt denn dieses Musel her? Eine Muse ist da erstmal was Gutes. Also Muse, Kuss der Muse, ja, wenn du von der Muse geküsst wirst. Aber es hat damit wirst, nichts zu tun, jetzt sagst du. Wenn du vom Muselmann geküsst wirst, ist es eine Vergewaltigung vielleicht. Oh shit. Oder in Erfurt halt diese Mohrenapotheke, ja. Wo auch noch so ein Mohrenmännchen davor steht, da haben auch viele sich aufgeregt. Aber Tradition oder Rassismus? Ich google jetzt mal, dass wo das herkommt. Das muss ja von irgendwas abgeleitet sein. Muselmann. Oder? Also, ja, keine weiß Ahnung. Ich nicht. Aus der Musel, keine Ahnung. Da gibt es das Muselgebiet.
Oh, ja, aber das wäre ja nichts so Negatives. Moment. Ich muss mich entschuldigen, ich habe nicht geschlafen, ich bin voll durch. So, jetzt Geschichtsstunde. Warum steht denn hier unten Muselmann KZ? Das ist ganz oben so ein Bild. Vielleicht ist KZ auch eine Abkürzung für einen Künstler oder so, ich weiß es nicht. Das ist komisch. Eine Band, die KZ heißt, sehr sympathisch. Ergebnisse für Muselmann. Verstehe ich nicht. So, Moment. Auch Muselmann, Muselmane von Persisch Musilman. Aber über Türkisch Müslüman, Französisch Musulman, Italienisch Musulmano, ursprünglich Persisch, bla bla bla, Arabisch, bla bla bla. Mussolini. Pluralendung an die Muslime. Ist laut Duden eine scherzhafte und veraltete Bezeichnung für Muslime. Scherzhaft. Muselmann, ja. Muslime, Muselmann. Macht Sinn. Also ja. Das war die gehörige Portion Rassismus, gleich am Anfang. In Lessings Drama Nathan der Weise heißt es anerkennend über Nathan, Jud und Christ und Muselmann und Parsi, alles ist ihm eins. Na, ja. Gut. Haben wir unsere Geschichtsstunde weg? Jetzt da können wir auch schon fast einsteigen, drin. Das ist ja. Gut, denn ich habe ein Video gesehen. Nicht bei Fremden einsteigen. Nicht Tino. Bei Fremden einsteigen oder aussteigen. Nein, und zwar gibt es ein Video, was viral ging. Was ein positiver, viraler Hitler wäre. Oh, denn den haben wir länger nicht vergeben. Richtig, denn eine muslimische Person hat eine jüdische Familie beschützt bei einem antisemitischen Angriff. Ich habe mich erstmal gewundert, ich dachte, das wäre das gleiche, Moslems und Juden, aber offenbar doch nicht. Ja. Und also offenbar gab es so eine Situation in einem Zug oder einer Straßenbahn oder U-Bahn. Da wurde eine jüdische Familie angepöbelt. Das muss hier in Deutschland gewesen sein, oder wo? Ich habe davon nämlich nichts mitbekommen. Ich habe gelogen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, diesen Vorfall. Ich hatte keine Zeit, das zu sehen. Und dann hat eine muslimische Frau mit Kopftuch quasi diesen antisemitischen Idioten da zurechtgewiesen und hat diese jüdische Familie beschützt. Was krass ist, weil es ja immer heißt, dass Muslime antisemitisch wären. Aber wo war das jetzt? Ich weiß auch nicht wo. So, egal, wir sind doch alles eine Welt. Ah, okay. Alles eine Menschheit. Es war auf der Welt, Leute. Aber es waren halt Muslime, die Juden beschützt haben. Da kann die Bild-Zeitung nicht sagen, wie viele Deutsche beteiligt waren an dieser Tragödie. Nee. Wenn die nicht wissen. Offenbar nicht. Oh, aber es waren halt Muslime und Juden. Und egal, wo die herkommen, die sind alle gleich. Nee, sind sie halt nicht. Ja, aber doch. Wir sind doch alle Menschen. Ne? Ja, aber es ist doch ein schönes Statement. Hast du Postel gesehen? Wen? Postel. Das ist ein Film von einem deutschen Uwe... Ochsen jetzt komme ich. Nee. Wie heißt der Mann? Fuck. Ihr wisst es doch, Mann. Der bekannte, beschissene Regisseur. Uwe Boll. Meine Fresse. Uwe Boll. Du kommst auch aus der Schauspieler-Scheiße. Ja, aber ich kenne doch die ganzen Namen nicht. Uwe Boll, der kann dich groß rausbringen. Auf jeden Fall richtig toller Film, basierend auf einem Spiel, was auch also so GTA-mäßig ist. Und da heißt es doch auch, warum suchen wir immer nach Sachen, die uns unterscheiden? Warum suchen wir nicht nach Dingen, die uns alle vereinen, wo wir alle gleich denken? Naja, wir alle hassen Juden. Das war jetzt nur ein Zitat. Ja, so geht's auch. Aber darauf können sie sich dann letztendlich einigen. Ich glaube, das ist dann so ein großer Standoff von Amerikanern gegen Terroristen oder sowas. Ähnlich, dass ich das gesehen habe. Ganz toller Trash-Film. So. Können wir nur nicht empfehlen. Was ist passiert, Robin? Was ist einiges. In der Woche passiert? Einiges. Also erstmal, vielleicht ganz kurz noch in eigener Sache. Hörerwunsch haben wir aufgezeichnet, ist irgendwie das Programm so ein bisschen gemeint gewesen. Ich habe aus Versehen schnell auf neues, also ich habe so einen ganz eleganten Doppelklick gemacht und habe dadurch irgendwie ein neues Dings geöffnet, ohne dass das gespeichert wurde. Es war super geil. Wir haben echt gelacht, tatsächlich. Wir haben super gelacht, weil es ging wieder um Vergewaltigung und so. Sklaverei. Aber wir haben auch echt diepe Themen besprochen. Ja. Und das holen wir jetzt einfach nach in einer Doppelfolge Hörerwunsch, weil wir noch einen anderen offen haben, die passen thematisch sehr gut zusammen. Hm. Geld und Eigentum sind die beiden Themen und das kann man eh sehr gut verbinden. Es war also quasi ein Privatpodcast für uns zwei. Ja. Es war sehr witzig. Es war die Generalprobe. Ja. So, das in eigener Sache. Ansonsten habe ich einiges als Nachtrag zum Impeachment, würde das aber erstmal hinten anstellen für die Leute, die sich vielleicht da gar nicht für interessieren. Ja, ja. Und machen wir jetzt wirklich mal die wichtigen Dinge. Tanzverbot ist jetzt endlich bei Unge. Was? Erklär Unge? Mal, Tino. Du stehst doch im Thema. Tanzen, na klar. Also wir warten seit Ewigkeiten darauf, dass Tanzverbot und Unge endlich eine Kooperation eingehen. Ja. Und sie machen jetzt gemeinsame Videos. Und da ja Unge ein Veganer ist und Tanzverbot ja ein Riesenfan von McDonald's, haben sie jetzt beschlossen, gemeinsam einfach eine vegane Burgerkette aufzumachen.
Aber ungesunde Burger. Dafür, dass du keine Ahnung hast vom Thema, war das echt relativ nah dran. Cool. Also Tanzverbot hat in einem Video vor mittlerweile irgendwie anderthalb Wochen oder so, hat er gesagt, wie schlecht es ihm geht, dass er keine Luft mehr kriegt und so. Dass er halt wirklich jeden Tag nur McDonald's frisst, wie du halt sagst. Und er hat sich dann in einem Livestream der Unge eingeschalten. Leute, heute ist halt wieder so ein Tag. Leute, ne? Heute. Und hat gesagt, ey, komm zu mir auf Madeira. Das ist so eine spanische Insel. Westlich von Afrika irgendwo da so, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, irgendwo da bei Gran Canaria oder so. Afrika ist mir egal. Ja. Und da hat sich jetzt Tanzverbot letztendlich wirklich auf den Weg gemacht. Mit irgendeinem anderen Typen. Irgendeinem Jan oder so. Ein anderer halbwegs bekannter YouTuber. Irgendwas über Autos oder so. Und ist die 3500 Kilometer, 4000 Kilometer erstmal bis an die Spitze Gibraltar irgendwie so gefahren und dann mit dem Flugzeug rüber geflogen. Und jetzt ist er da für ein halbes Jahr, Vierteljahr, halbes Jahr so in dem Dreh. Und dann wird ihm jetzt beigebracht, wie er sich gut ernähren soll. Für mich ist das Witzige bei dieser ganzen Sache, der Unge, der ist jetzt auch nicht der allerathletischste. Ja, wenn du dir so anguckst. Körperlich ja. Nicht, aber er lebt ja offenbar schon gesund. Er lebt vielleicht auch einfach gesund, weil er den ganzen Tag in der Sonne ist und mit einem Pool in seinem Riesenhaus und so, da lebt man vielleicht automatisch ein bisschen besser, als wenn man in so einer einzelnen Berliner Kackwohnung ohne soziale Kontakte vor sich hin vegetiert. Mhm. Vielleicht ist alleine das ein kleiner Punkt, aber es ist halt tatsächlich... Alleine das ein kleiner Punkt. Ja. Ja. Das ist tatsächlich eine ziemlich große Sache, weil Tanzverbot hat dadurch einen übelsten Boost an Aufrufen bekommen, durch diese ganze Aktion. Ist jetzt irgendwie den 6., 7. Tag drin irgendwie. Dank Sensei Unge. Und machen die jetzt so eine Art Reportage, dass sie jetzt jeden Tag das so Vlogs machen? Ja, Vlogs auf jeden Fall. Unge hat auch einen Kanal gemacht, der heißt Hochformat, wo er einfach nur mit dem Handy hochwärts filmt, namensgebend. Mhm. Und ich wollte es immerhin mal erwähnen, weil das ist gerade seit langem mal wieder was, wo irgendwie sich das so anfühlt, als würde so eine wirklich größere YouTuber-Kollaboration stattfinden, die darüber hinausgeht, dass ein Leon Marcher mit Apuretten einen Song macht. Seine Ma schert. Ja. Ich finde das echt spannendes Experiment, gerade die beiden, ja, die so meilenweit entfernt sind, nicht nur schon. Geografisch, auch so inhaltlich. Weil sonst tun sich immer nur so gleiche YouTuber zusammen, die sehr ähnlichen Content machen. Das so stimmt, ja. Julian Bam und wie heißt der blaue Rezo und so, aber jetzt so Tanzi Captain und, Blaube, ja. Und Unge. Finde ich spannend, würde ich sogar vielleicht mal reinschalten, um zu sehen, wie die klarkommen und ob jetzt der Tanzverbot zum Veganer wird. Also er hat schon mal einen veganen Burger gekostet. Das habe ich guck das sporadisch also mal quasi rein. Ja, ich gucke sporadisch rein. Ich kann jetzt auch nicht ausführlich Auskunft geben. Mein Appell an dieser Stelle ist nur, Unge, ich esse auch ganz viel nur Pissetoast. Und heute kann man in meiner Instagram-Story sehen, wie ich so verkackt habe, mir so ein Eis-Sandwich zu machen. Also wirklich, hol mich mal auch auf deine Insel und lass mich da kostenlos wohnen. Ja, du kannst ja das auch ist Eier bestimmt setzen. Gut für uns beide. Eier setzen durch Banane, glaube ich. Wenn du Kuchen backst, veganen Kuchen, nimmst du statt Ei Bananen, weil es das auch binden kann, weil es halt so klebt. Das bindet eben auch. Aber ich glaube nicht, dass ich die Banane so in der Pfanne machen kann, wie ich das mit meinem Ei immer mache. Aber egal. Es gibt aber auch veganes Rührei. Also das kannst du auch irgendwie machen. Das geht. Ja, also, aber ich will ja nicht mal vegan leben. Nee, aber, ich esse halt nur Pissetoast. Und Unge soll mich auf seine scheiß Insel holen, wo er 30 Grad hat. Ich möchte gerne mal Pissetoast essen. Wir machen mal Folgendes. Wir machen mal ein Video gemeinsam. Ja. Für was auch immer. Jedenfalls machen wir das gemeinsam. Und machen es erst normal, wie du es kennst. Wollten wir nicht 50. Und dann mal vegan. Wollten wir nicht 50. Folge sowieso irgendwie? Es kann auch eine kleine Reihe werden. Wir machen diesen Brennpunkt, fangen wir an. Brennpunkt ja. Käse, Kuchen. Ja. In vegan. Quasi Podcast mit Bild. Sehr fortschrittlich. Und dann machen wir mal dein Pissetoast. Ich glaube, dieses Gebiet sollte man mehr erforschen. Podcast mit Bild, ich glaube, das ist Zukunft. Hat Zukunft. Es gibt Radio jetzt mit Bild. Die Zukunft. Naja, für wen es vielleicht keine so gute Zukunft gibt, ist Jo Olli, von dem haben wir auch erzählt. Der Halbpädophile. Ja, eigentlich, ich glaube, wenn man ganz offiziell ist, dann muss man sagen, gar nicht pädophil, weil sein Jüngste war 14 und Pädophilie ist alles unter Einsetzen vor der Pubertät. Genau. Aber, also das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute halt gleich so und dann kommt wieder dieses... Ja, hoffentlich wird er richtig im Gefängnis vergewaltigt und so, hat man ja auch schon mal drüber geredet, dass ich es gar nicht so geil finde, weil eigentlich soll er ja rehabilitiert werden und nicht komplett zerstört. Das gab es auch neulich bei Leroy, der hat jetzt auch ein Interview gemacht mit einem Pädophilen,
dem die Polizei auf die Schliche kam, weil er halt Pornografie konsumiert hat, ja. Kinderpornografie. Und auch die Kommentare, da waren auch grausam, also echt so Todesstrafe, Schwanz ab und so. Ja. Als würde das irgendwas bringen. Ich meine, er war ja nicht mal wirklich straffällig. Ja, er hat Kinderpornos runtergeladen, ist auch schon eine Straftat, weswegen er wohl auch ins Gefängnis kommt. Aber er hat jetzt kein Kind durch den Busch gezerrt. Aber da habe ich neulich auch mal drüber nachgedacht. Ich habe auch irgendwas gesehen. Oder war das hier Olli oder so in dem Zug? Ich weiß es nicht. Nee, bei Prince Andrew oder so. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Es sind ja gerade so viele Pädophile und Phibiophile und wie sie alle heißen unterwegs. Da komme ich gar nicht mehr hinterher. Es ist ja komplett richtig, dass wenn man das runterlädt, dann unterstützt man ja quasi die Produktion. So, ja. Angebot und Nachfrage, bla bla. Aber wenn man an irgendeinem Punkt jetzt zum Beispiel irgendwie schaffen würde, wie auch immer, weltweit jede Produktion von Kinderpornografie komplett zu unterbinden, ja, utopisch, jetzt nur mal nachgesponnen, dann würde das, was schon verfügbar ist auf dem Markt, ja niemandem mehr schaden. Und wenn man es gibt ja jetzt in Amerika auch schon so Dörfer, wo die ganzen Pädophilen sich vereinigen, weil die sonst gesellschaftlich eh so ausgeschlossen wären, schließen sich halt zusammen. Also Leute, die halt straffällig sind, aber seitdem rehabilitiert quasi niemanden irgendwie geschadet haben. Und ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst. Das kann man natürlich nicht machen. So, du kannst es nicht weltweit unterbinden. Es sind auch trotzdem aber die Persönlichkeitsrechte der Kinder. Also man sollte diese Videos doch trotzdem löschen. Verjährt das? Ist das wie so bei klassischer Musik, dass das dann irgendwann allgemein nutzbar ist? Tatsächlich, bei Filmen auch, ja, und Musik. Ja, aber das Ding ist auch trotzdem, dass diese Kinder ja trotzdem dann zu sehen sind, ja, vermutlich. Und das ist auch nicht cool. Ich habe auch jetzt hast du mir das erzählt? Weiß gar nicht. Der bei Nirvana auf Nevermind drauf ist. Das Baby. Ja, da war irgendwas. Der ist ja jetzt erwachsen, natürlich, schon lange. Und der meinte auch, er fühlt sich wie ein fucking Pornostar, weil fast alle ihn nackt kennen. Ja, aber komm. Ja, komm. Nee, also ihm, ist das nicht irgendwie so ein Einjähriger oder so? Ihm schadet es nicht, natürlich nicht. Also das erkennt doch keiner. Nee, aber bei Kinderpornografie, ich verstehe deinen Ansatz völlig. Ja. Die sind einmal produziert, diese Kinderpornos. Nicht in Ordnung, hätte niemals passieren dürfen. Aber es gibt sie jetzt, ja. Was machen wir jetzt damit? Aber trotz allem sind die Kinder ja zu sehen und ich finde, sie sollten trotzdem. Da muss man auch ganz großen Disclaimer dazu geben, dass ich kein Sozialwissenschaftler oder sonst was bin, weil ich weiß ja auch nicht, ob das vielleicht eher fördern würde, wenn man den Leuten das zur Verfügung stellt, dass sie wirklich übergriffig werden, tatsächlich auf echte Menschen, oder ob es das halt, weißt du, kann ich auch nicht so genau sagen, zurückstellen würde. Naja, wir haben jetzt so viel über Kinderpornografie geredet, dann können wir noch ganz kurz Prince Andrew erwähnen. Der war ja aber auch nur, also da ist ja der Punkt mit einer 17-Jährigen, da sage ich jetzt, ist jetzt nicht so wild, aber die Anklage steht ja im Raum, dass das Sex-Trafficking war, also wirklich irgendwie Sklaverin. Ja, schon so ein bisschen Sklaverei. Du hast mir ein Bild geschickt. Gewissermaßen, ja. Ein Bild geschickt, dass die Queen seinen Geburtstag abgeblasen hat. Sie hat den Geburtstag abgeblasen. Ja, er musste sein Office räumen im Buckingham Palace. Er soll all seine militärischen Ränge irgendwie jetzt verlieren im Nachhinein. Also eine ganz lange Palette, seine Ehrenämter und so. Also der ist gerade nicht gut dabei. Nee, der arme Kerl. Die Royal Family leidet gerade fast, als wäre er mit dem Auto irgendwo in einem Tunnel verunglückt. Und die Queen soll ja auch bald abtreten, hat sie gesagt, dass jetzt es nicht mehr lange dauern wird, dass sie ihr Amt abgibt als Königin. Ist man das nicht auf Lebenszeit bei denen? Wenn du willst, ja, aber ich glaube. Das heißt, sie bringt sich um, hast du gerade gesagt. Nee. Ich glaube, du kannst, wie beim Papst, sonst sind auch die Päpste mal gestorben. Da kommt einmal ein Deutscher an die Macht, also an die Macht als Papst, und der tritt halt zurück. Was ja sinnvoll ist, wenn du merkst, du bist nicht mehr christlich, Herr deiner Sinne oder das, keine Ahnung, oder kannst dein Amt nicht mehr vollführen, trittst du halt zurück. Und du musst ja nicht als König sterben. Die meisten Monarchen werden hingerichtet. War ja in der Vergangenheit immer so, aber es ist ja inzwischen ein bisschen anders. Und aber die Queen hat es offenbar. Wehmut in seiner Stimme. Ja, ich glaube, die Queen, die hat eingesehen, dass sie jetzt alt wird und dass jetzt der Prince Charles mit den großen Ohren, dass der jetzt quasi der König wird. Ja, der sieht aus wie älter als sie, finde ich. Ja, Prince ist echt Charles, so. Ne? Ja, ich dachte doch erst, sie sind so zusammen, aber es ist halt. Ja, nur, das ist gar nicht so abwegig bei dem ganzen Haus da. Er war doch von Diana der Mann, oder? Ja. Dachte ich. Dann müsste ja trotzdem ein riesen Altersunterschied sein. Aber kann sein, ja. Vielleicht sah die nur so jung aus. Tot. Ja, wie lange ist das? 92 irgendwas in dem Dreh? So, nee, nicht so lange. Ich habe das schon gelebt. 98? Ja, so 96, 97. Ja, ich habe das schon gelebt. Meine Mutter war ganz traurig. Oh, Prinzessin Di. Sie ist ja auch Prinzessin Di, ja. Wer schon sie so ist heißt, einfach nur der Aufforderung gefolgt. Ja, eben. Wer schon so heißt, mal ganz ehrlich. Ja. Hab ich kein Mitleid mit. Doch, habe ich.
Die Arme. Impeachment-Nachtrag. Ja. Ich bin jetzt sowas von drin in der amerikanischen Politik, das ist der absolute Wahnsinn. Ich lese schon gar nichts mehr über Weltnachrichten. Mich interessiert nur noch, was nur noch in den USA abgeht. Ich bin so richtig amerikanisiert. Aber ich versuche es nicht allzu lang zu machen, aber es ist halt schon wieder so absurd, was da alles passiert. Ich muss gucken, dass ich das nicht verwechsel, weil ich glaube, ich hatte dir schon sowas gesagt, aber nicht im Brennpunkt. Das war irgendwann vor ein paar Tagen oder so. Mhm. Der gute Rudy Giuliani, der Anwalt von Trump, der mal der Bürgermeister von New York war und deswegen auch sehr berühmt ist, weil New York halt nun mal sehr wichtig ist. Ja, genau. Der hat Trump öffentlich im Fernsehen erpresst. Er hat gesagt, hat natürlich dann hinterher zurückgerudert auf Twitter und gesagt, ah, das war nur sarkastisch gemeint. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. So, ja. Genau, also er sagt quasi, jetzt sagen Leute angeblich, jetzt würde Trump mich unter den Bus werfen, also quasi verraten. Ja, aber das wird nicht passieren. Und selbst wenn, ich habe eine Versicherung. So, das hat er gesagt. Weil seine Ausrede hinterher auf Twitter war, ist, mit der Versicherung meine ich, wenn ich verschwinden sollte, wird automatisch alles, was ich an Schmutz über die Bidens habe, veröffentlicht. Was aber überhaupt keinen Sinn macht im Kontext, Trump wirft ihn wirklich unter den Bus. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. So, deswegen war das alles wieder schon ein bisschen dumm. Er müsste ja von Trump eigentlich Dreckwäsche haben und nicht von Biden. Ja, so. Also und, von Biden, also von allen beiden, verstehst du? Lol. So, weiterhin hatte der noch so einen Typ, mit dem er irgendwie zu tun hatte, den ich glaube, namentlich wurde der gar nicht erwähnt, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch so Whistleblower-mäßig, auf jeden Fall einer, der mit ihm irgendwie rumgebandelt hat. Der ist jetzt bereit auszusagen vor dem Kongress, dass Nunes, sage ich gleich, sich mit dem mit Ukrainern getroffen hat, um auch Dreck über die Bidens herauszufinden. Nunes wiederum, oder Nunes, also ich finde es immer komisch, wenn die den Nunes aussprechen, aber wenn er so ausgesprochen werden will, von mir aus. Der ist wiederum der, der bei diesen ganzen Anhörungen als quasi größte Instanz für die Republikaner, der Redensführer, also ne, die Ankläger, Demokraten mit Adam Schiff und er, Devin Nunes auf der Republikanerseite, der quasi diese Anhörung geführt hat. Jetzt kommt aber raus, dass er in dieser ganzen Sache mit involviert war. Deswegen, ich habe das auch in der Patreon-Gruppe gesagt, so, stell dir vor, du sitzt halt vor dem Gericht, sagst über eine Straftat aus als Zeuge und der Staatsanwalt, der dir gegenüber sitzt, stellt sich raus, der hängt da mit drin in diesem Verbrechen. Das ist schon echt lächerlich. Und noch ein kleiner Funfact dazu, der hat auch parallel einen Prozess am Laufen gehabt, einen Twitter-Account zu verklagen. Der heißt Devin Nunes Cow, also die Kuh von ihm. Ja. Eine fiktive Kuh, die es nicht gibt. Ja, ach schade. Und die parodistische Beiträge über ihn gemacht hat. Und da wurde jetzt vor 2-3 Tagen geregelt, nee, Bullshit, du kannst das nicht verklagen, das ist einfach nur Parodie. Und das Gericht hat es irgendwie auch so formuliert, es ist klar, dass da keine echte Kuh dahinter stehen kann, weil eine Kuh nicht die Fähigkeit hat zu twittern. Das musst du erstmal von dem Gericht beweisen lassen. Das ist so der Hammer, das ist einfach so krass. Also der ist gerade richtig am Sack. Das kann sein, dass er jetzt selber aussagen muss vom so Gericht. Und, Alter, und die Kuh auch. Ja, und die Kuh auch. Und da kannst du aber wissen, dass ich da mich sowas von hinter den Bildschirm klemme. Das machen die Amis, holen irgendeine Kuh ran. Ja. Waren sie das? So, und Trump hat 53 Minuten telefoniert. Ich glaube, das war noch diese Woche und nicht letzte schon mit Fox News. 53 Minuten lang und das war ein Fest dazu zu schauen. Du musst dir überlegen, Fox News ist. Den Anruf gibt es, oder? Genau, den gibt es 53 Minuten lang. Hatte ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich reise nochmal kurz an, weil es so witzig ist. Fox News ist wie die Bild-Zeitung. Bei der Bild-Zeitung sollte man das Zeitung nicht dazu sagen, bei Fox News sollte man das News nicht dazu sagen. Es ist halt Entertainment und keine News. Und die sind absolut pro Trump. Ja? Er ruft da an und die eine oder andere halbwegs kritische Frage geben sie ihm. Und Alter, es ist so der Hammer, wie er lässt sie erstmal nicht zu Wort kommen, ja. Dann fängt er an, das zuzugeben, was 2 Wochen lang, also nicht vor Gericht, aber vom Kongress an Anhörungen gesagt wurde, ist das passiert, ist das nicht. Er gibt es zu, dann sagt bei einer anderen Sache, sagt er diese Verschwörungstheorie, dass die Ukraine sich eingemischt hat 2016, deutet er an, dann gibt ihm der Moderator noch die Möglichkeit abzubiegen, zu sagen, bist du dir sicher? Oder sagt er, ja, auf jeden Fall, während kurz vorher halt gesagt wurde, dass das eine absolut debunkte Verschwörungstheorie ist. Ja. Es ist absoluter Hammer. Ich will es nicht zu lang machen, um euch zu langweilen mit meinem Lieblingsfreund Trump, aber es ist der Hammer. Ich sag noch kurz 2 Sachen, die sonst so rauskamen. Er hat mittlerweile 1,4
115 Millionen Dollar für Golfen investiert. Das ist Das ist gleichbedeutend mit 287 Jahre Präsidentschaft. Also was du da an tatsächlichem Geld bekommst. Und es gibt neue Dokumente, die zeigen, dass er in Manhattan für seinen Trump Tower, glaube ich, zwei verschiedene Bücher geführt hat, was sehr eindeutig dafür spricht, dass er Steuerhinterziehung gemacht hat. Hm. Wenn er ein Buch hat, um es zu zeigen, und eins, um alle anderen die Sachen zu machen. Quasi, genau. Ja. Und dann hat er gesagt, dass Rudy Giuliani, der ja angeblich auf seinen Befehl hin dieses ganze Ukraine-Ding gemacht hat. Nee, das habe ich dem gar nicht gesagt. Das habe ich ihm, also die sind sich gerade auch das nicht mehr ganz einig. Das Kartenhaus zerfällt völlig. So fühlt es sich an. Spannend. Ich hoffe wirklich, dass es so kommt und dass er nicht da ungeschoren rauskommt. Und in dieser Amerika-Scheiße sind noch zwei, drei Sachen. Bloomberg ist irgendwie der zehntreichste Typ. Wer ist der? Andrew irgendwie? Ich weiß es nicht. Bloomberg auf jeden Fall. Der will jetzt auch antreten als Präsident kurzerhand. Auch The Rock, ne? Dwayne Johnson, The Rock will auch antreten. War das bei dem super ernst? If you smell what The Rock is cooking. Ich freue mich drauf. Der erste Profi-Wrestler, der Präsident wird. Ich wollte gerade Champion sagen. Ich glaube, das ist einer der beliebtesten Menschen der Welt tatsächlich, ja. The Rock. Der hat ja auch auf Instagram, ich glaube, die drittmeisten von allen. Also die allermeisten hat Instagram selbst. Das zweite ist irgendwas, eine Sängerin oder so. Katy Perry? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der dritte ist dann, glaube ich, The Rock. Er ist so ein cooler Typ, echt. Er ist ja bekannt geworden durch seine frechen Sprüche. Ja. Der Fußballer. Ronaldo, glaube ich, oder so. Cristiano Ronaldo. Der ist auch mega populär, ne? Der ist die zwei. Ah ja. Also ja. Ich würde Rock auf jeden Fall wählen. Also ich bin eindeutig nach wie vor bei dem guten Bernie Sanders. Aber ich habe diese Woche auch eine gute Alternative gefunden. Von dem habe ich zwar auch schon vor 3 Wochen gehört. Sandy Berners. Nee, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Der gute Andrew Yang. Das ist so ein Asiate. Wollte ich gerade sagen, klingt so ein bisschen asiatisch. Andrew aber, nicht, aber Yang. Aber der ist sehr vernünftig. Der sagt nämlich auch was von, jeder Amerikaner soll 1.000 Euro Mindestlohn bekommen. Und der ist auch sehr zukunftsorientiert. Der sagt halt, Informationen sind das Öl des 21. Jahrhunderts und wir müssen ganz klar umlenken und so. Schafft er nicht. Der ist auf jeden Fall ein Underdog, aber der ist auch schon sehr beliebt. Also wenn der jetzt irgendwie durch irgendwas besondere Medienaufmerksamkeit bekommt, kann der auch noch gut durchstarten. Das wird den Reichen nicht gefallen. Und die Reichen bestimmen die Wahlen noch mehr in den USA als bei uns. Das ist auch so eine Vermutung, dass jetzt der Bloomberg irgendwie eingeschleust wird, mehr oder weniger. Oder er sich selber einschleust, um von diesen Leuten abzulenken, die halt die Reichen so hart besteuern wollen, wie zum Beispiel Bernie Sanders. Der ja auch sagt, und das war auch eine Meldung diesen Monat, Jeff Bezos, ja, der reichste Mann der Welt, der Chef von Amazon, der hat 98,5 Millionen Dollar gespendet. Und da haben die Engländer gesagt, bezahl einfach deine Steuern. Denn wie viel bezahlt Amazon in den USA an Steuern, Tino? Ja, wahrscheinlich so 10 Dollar oder gar nichts. 0%. 0%, ja. 0%. Hier kommt Bernie Sanders, der sagt, wenn wir einfach nur da ein bisschen Steuern abzwacken, es sorgt nicht dafür, dass Amazon in die Brüche geht. Aber von diesem Geld kann man so viel bezahlen, Healthcare für alle. Das ist so absurd, ohne Spaß. Da können wir noch mal eine Minute drüber reden. Weil bitte, bitte. Warum finden die Amerikaner das so schlimm, Gesundheitsabsicherungen zu haben? Irgendwie Amerika und noch irgendwas irgendwie Südsudan. Weil ein Zwang dahinter ist. Ich glaube, die Amerikaner mögen keine Zwänge. Das ist einfach nur, die sind halt so, dieses Second Amendment-Ding ist halt so dieses Selbstversorger-Ding. Genau, und für andere zahlen wollen die nicht. Das ist ihr großes Problem. Ja, aber das ist so dumm. Ja, das wissen wir. Das wissen alle Zuhörer auch da draußen. Also die müssen doch auch nur mal in jedes Land der ersten Welt, in Anführungsstrichen, schauen. Die haben das alle, nur die USA nicht. Ja. Und die weigern sich so hart dagegen. Das könnte auch ein Grund sein, warum Bernie Sanders vielleicht nicht so massenkompatibel ist. Aber Alter, das geht nicht in mein Hirn rein. Klar, Selbstversorger, bla bla, stand your ground, bla bla. Aber sind die alle dumm? Ja, da sind sie. Hast du einen Unfall oder kriegst Krebs oder so und zahlst dich dumm und dämlich, kannst dir nichts leisten. Und du stirbst nur, weil du kein Geld hast. Ja, das ist so dumm. Ist ganz oft so. Es ist so dumm. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie in Deutschland irgendwie das allerbeste System haben, aber das ist doch so dumm. Apropos Sterben, hast du dich geprügelt? Du hast so eine, ja, ich so eine bin Lave. In eine Hecke reingesprungen. Hier ist so ein langer Schlitz, ne? Für dein Video? Ja. Oder? Ah ja. Kommt dann nachher auch online. Das waren schon sehr witzige Aufnahmen, die ich gesehen habe, mit den vielen Kisten.
Ich würde gerne wissen, wie du das gemacht hast. Das war sehr anstrengend. Ich freue mich drauf. Jeff Bezos. Aber apropos Politiker, die Konten führen. Es kam gerade raus, oder es soll gerade rauskommen, dass unser Freund HC Strache, oha, der große FPÖ-Politiker, der ja diesen Ibiza-Skandal hatte und Vizekanzler war, der soll über Parteiengelder und Spenden, Steuergelder Candy Crush gespielt haben. Es ist so witzig. Aber was heißt gespielt? Also der hat dann ausgegeben, weil man kann ja Candy Crush auch gratis spielen. Aber das ist echt eine Pest, oder? Candy Crush, das sehe ich überall, wenn ich Zug fahre. Ich habe es selber nicht gespielt, aber... Ich weiß nicht mehr, wie das so richtig funktioniert, aber ich sehe es immer. Er hat sich quasi in-game irgendeine Scheiße gekauft von Steuergeld. Genau. Also, sagst du jetzt, wer sagt das? Richtig. In den Medien, ich habe es gerade auf dem Weg hierher gelesen. In diesen Fake News. Genau. Und ich finde es lustig, weil das sehe ich überall und es ist überall angekommen. Wenn auch HC Strache, der Ex-Vizekanzler und ich fand es einfach nur eine lustige Meldung. Ich finde es jedes Mal lustig, sich das umzustellen auf Angela Merkel. Wenn du dir vorstellst, genau. Angela Merkel sitzt im Zug, Candy Crush, geil. Das ist so witzig. Mal ausgeklammert, von wo das Geld kommt, ja. Alleine das ist so witzig. Die Merkel. Und noch ganz kurz, weil wir es gerade von Kühn hatten. Das ist für mich, ist kein viraler Hitler, nicht wirklich. Aber es sollen jetzt VR-Brillen für Kühe gebaut werden. Damit die denken, die stehen auf einer großen Weide und sind glücklich oder was? Genau. Ernsthaft? Das, richtig. Oh Gott, Alter. Denn man hat herausgefunden, dass Kühe mehr und bessere Milch geben, wenn sie grüne Wiesen sehen. Ah. Was macht man dann? VR-Brillen für Kühe bauen und aufsetzen. Echte Wiesen? Nö. Das kann doch nicht billiger sein, als hier auf eine echte Wiese. Dachte ich auch, aber gerade mein Mitfahrkollege meinte auch gerade, doch, offenbar ist es günstiger, billige VR-Brillen für Kühe zu kaufen, als die alle auf eine Weide zu stellen. Das ist so eine absurde Scheiße. Technischer Fortschritt für... Vor allem werden die da nicht irgendwie erst recht verstört, wenn die also die laufen ja dann vor andere Kühe davor. Wenn die da eingepfercht sind, berühren die sich ja irgendwie gegenseitig. Vermutlich. Aber die sehen das nicht. Werden die da nicht völlig psychisch krank? Ja, aber ist das denn nicht... Es ist doch ein Bild, ja? Also wenn ich mal an die Bibel denke, ja? Spätestens jetzt müsste eigentlich Gott, wenn es ihn oder sie oder beide gibt... divers Gott innen. Wenn es divers gäbe... Ich kotze. Dann müsst ihr jetzt eine neue Sintflut über die Erde schicken. Hm. Das ist doch jetzt Endzeitstimmung, oder? Wenn Kühe VR-Brillen aufbekommen, damit sie grüne Wiesen sehen. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also dann können wir nur die Daumen drücken. Was hältst du davon, von diesem Kulturfleisch, was aus irgendwie Nackengewebe gewonnen wird und dann im Reagenzglas gezüchtet, echtes Fleisch ist? Ich würde es nicht essen, weil ich es eklig finde, aber ich finde es okay, wenn es andere essen. Also finde ich besser als so eine Kuh, die man schlachten muss dafür. Es ist ja ein Punkt, nur weil hier immer mehr Veganer und Vegetarier leben, heißt es ja nicht, dass es weltweit so ist. Nee, alleine es gibt China ja auch, und na gut, Indien wahrscheinlich isst ein bisschen weniger Fleisch. Doch, ich kenne einen Inder, der meinte, er ist vegan aufgewachsen, der kennt es gar nicht anders. Ja, aber in China, da, weißt du, wenn die jetzt langsam vom Feld wegkommen und auch ein bisschen reicher werden, weil China halt am Durchstarten ist, die wollen halt auch mal ihr Fleisch, die haben sich das jetzt verdient. Und wo willst du es herholen? So. Selbst wenn wir in Deutschland nicht mehr Fleisch essen würden, würden wir es halt auswärts liefern. Und da fände ich das schon eine sinnvolle Alternative. Es geht auch nicht darum, jetzt nach Afrika in die Stämme zu fahren und denen zu verbieten, zu jagen. Darum geht es nicht. Es geht um die westlichen Länder, die halt Massenproduktion durchführen, die Milliarden von Kühen jedes Jahr da vernichten, wo die Hälfte wegfliegt und was sowieso zu viel ist. Ich verstehe den Grundsatz, dass Fleisch auch für den Körper gut sein kann. Vielleicht, gerne, aber nicht das Fleisch, was wir bekommen, Das würde ich gerade gar nicht sagen. Ich finde das einfach nur nicht so clever zu sagen, so einen absoluten, entweder die ganze Welt muss vegan leben, so wird es halt nicht passieren, um die Reduzierung. Sondern einfach beides kann ja nebenher funktionieren. So, die werden immer mehr vegan oder vegetarisch oder was auch immer und die anderen verwenden immer mehr Insekten für die Ernährung zum Beispiel oder halt dieses gezüchtete Fleisch klingt halt immer... Ich habe bis jetzt noch keinen ordentlichen Namen dafür gehört, der irgendwie nicht irgendwie ein bisschen räudig klingt. Aber es ist ja ganz normales Fleisch. Da ist ja nichts genmanipuliert oder sonst was dran. Und das kann ja eine Alternative sein. Es ist schon eine Art Manipulation, weil es ja nicht an einem Tier gewachsen ist. Ja, das wird nicht verändert, meine ich. Das Genmaterial wird an sich nicht verändert. Nicht direkt, aber die Auswirkungen davon, weil ja so ein Stück Fleisch ist ja trotzdem mit dem ganzen Körper verbunden irgendwie, durch Nerven und Blutbahnen. Ja, du kannst... Und es ist trotzdem anders.
Und ich glaube, man kann das schon machen, aber es schmeckt noch nicht. Doch. Ich glaube nicht, dass du einen Unterschied merkst. Nein, doch, ich habe das schon gelesen, dass sie das Fleisch erzeugen können, aber erstens schmeckt es noch nicht so geil, wie sie es wollen. Und es ist viel zu teuer, das zu produzieren. Ja, aber das ist auf jeden Fall billiger geworden. Das hat irgendwie der allererste hier, was weiß ich, Kulturfleischburger, wie man es auch nennen will, der hat irgendwie noch $40,000 gekostet. Mhm. Und dann irgendwann, jetzt ist unter 20. Ich dachte, was bei 200 war es, aber. Ich glaube, es ist mittlerweile ist noch besser geworden. Unter 20. Kann sein. Egal. Wie sind wir darauf gekommen? Aber letztens war auch bei Böhmermann, war jetzt ein, was ist denn das für ein Typ? Das ist so ein Moderator von ZDF Neo. Ja, genau, ich meine, sein Gast, was war denn das für einer? So ein Bodybuilder jedenfalls, der auch schon relativ alt ist, aber sehr, sehr jung aussieht. Und Adolf Schwarzenegger. Nee, aber so die Größenordnung, so nicht ganz so bekannt, aber auch international. Einen sehr einfachen Namen. Der war auch bei Scooter in diesem Musikvideo zu sehen. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Da tanzt er irgendwie in der Menge rum. Jedenfalls ist er auch seit 2 Jahren Veganer. Und Bömi meinte halt, aber gerade du als Kraftsportler und als Bodybuilder ist es nicht irgendwie schlimm, musst du nicht deine Stoffe kriegen. Da meinte er im Gegenteil, im Fleisch ist Scheiße drin und da ist nur Chemie drin, das ist kontraproduktiv. Und die meisten oder viele, die er kennt, Bodybuilder und so, sind inzwischen Veganer, weil du viel besser Muskeln aufbauen kannst und du gesünder einfach lebst. Ich weiß, da gibt es genauso viele Leute, die genau das Gegenteilige sagen. Aber sollen sie sich die Köpfe einschlagen, mir ist es halt scheißegal. Ich finde das eher, also diesen Muskelaufbau finde ich irgendwie. Also so diesen. Ja, ist eh dumm. Diesen, nein, nicht dumm, aber ich finde es so unnütz, diesen unverhältnismäßigen Aufbau. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag Parkour machen würde, würden sich diese Muskeln natürlich ergeben und auch so, wie ich sie brauche. Ja. Aber wenn ich jetzt einfach nur auf möglichst breite Oberarme pumpe, das bringt mir irgendwo nichts. Manche finden das eben ästhetisch. Ja, von mir aus, aber weißt du, was ich meine? So, ja. Das ist irgendwie dumm. Und dann bin ich halt auch so ein fetter Kloß, die können keine 10 cm mehr hochspringen, so. Ja, es gibt ja auch die Showmuskeln, die gut aussehen, aber es gibt eben auch die Muskeln, die auch wirklich was heben können. Das ist auch nochmal so ein Unterschied. Ich glaube, ja, viele halt Profi-Wrestler haben halt nur so Showmuskeln. Hm. Oder war es zwar früher so, inzwischen ist es auch anders, aber früher gab es so wie Hulk Hogan, die hatten halt eher so Showmuskeln, konnten aber gar nicht so viel stemmen tatsächlich. Hulk Hogan stelle ich mir witzig vor, so ein Hulk Typ, Hogan. Der Shield. Und einfach nur dumm ist. Nee, heißt ja auch Hollywood Hulk Hogan bei Wrestling. Da gab es auch mal so ein Meme mit Bollywood Hulk Hogan. Doch. Auch sehr witzig. Das ist gut. Aber noch einmal für dich als großes Thema, was dich interessieren könnte. Das EU-Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Interessiert mich nicht. Nach dem großen Nazi-Notstand in Dresden. Stimmt. Der große Klimanotstand in Europa. Habe ich auch mitbekommen. Die Frage ist natürlich, passiert da auch was? Oder haben sie jetzt nur mal gesagt? Ja. Aber an sich ist ein nettes Zeichen. Das ist ja eigentlich so das Schlimmste an Trump für mich. Dass er wirklich so dieses... Es hat ja angefangen mit der Klimawandel ist ein Hoax von China. Ja, ja. Womit wir beim nächsten Thema sind. Oh. Aber Trump ist einfach gefährlich, was die gesamte Welt angeht in Hinsicht Klimawandel. Und Hongkong, da haben doch jetzt die Demokraten viele Kommunalwahlen gewonnen. Richtig. Habe ich gerade gehört. Da muss man dazu sagen, also es waren Wahlen in Hongkong, da sind ganz, ganz viele hingegangen. Also die Wahlbeteiligung war viel höher als vorher. Man hat, also gut nach 5 Monaten hätte man sich das vielleicht denken können. Mhm. Aber die Wahlbeteiligung war sehr hoch. Man muss dazu sagen, das sind halt so, ich weiß nicht mal Ortsteilbürgermeister, sondern so eine Art Berater oder so. Die machen da nicht viel. Ja. Aber sie haben trotzdem fast alle Pro-China-Leute aus dem Amt geholt, was ja erstmal schön ist. Auch wenn die jetzt nicht so viel Macht da haben, aber es ist erstmal ein gutes Statement. Ja, so fängt's an. Was auch ein gutes Statement ist, ist, dass Trump jetzt endlich das Gesetz unterzeichnet hat. Da kann ich jetzt auch erstmal nichts Negatives dran finden, außer zu sagen, er hatte gar keine andere Wahl, weil er konnte das nicht wegvetoen, weil der Kongress fast einstimmig dafür war. Ist auch egal, er hat es unterzeichnet, das Gesetz, das sich quasi auf die Seite der Hongkong-Leute stellt. Ich weiß jetzt nicht genau, was es aussagt. Das hatte ich das letzte Mal schon. Also als die Idee da war. Ja. Jetzt ist es auf jeden Fall in Kraft getreten. China mag das so gar nicht. Die haben richtig giftig reagiert. Aber in Hongkong haben die Leute groß gefeiert und haben es irgendwie den Thanksgiving-Holiday und so, weißt du? Als pünktlich zu stimmt, Thanksgiving heißt es. Genau, Black Friday endlich ist Amerika offiziell auf unserer Seite quasi. Mhm. Hat ja nur 5 Monate oder 5,5 Monate gedauert, dass Brennpunkt Internet darüber berichtet hat, dass endlich Amerika mal einen Finger zieht.
Schön, haben wir geschafft, Tino. Ja, Trump ist unser Zuhörer, davon gehe ich aus. Ja. Was macht er sonst den ganzen Tag? Also ich glaube, dass er das, also... Golf spielen. Ich glaube, dass er nicht so sehr davon begeistert ist, weil er wollte ja diesen Trade-Deal mit China machen oder will es immer noch. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das nicht so gut verträgt. Nee, eigentlich nicht. Was sich auch nicht gut verträgt, ist, wenn man auf TikTok ein Video hochlädt. Das fand ich so gut. Ich darf das nicht mit so einer billigen Überleitung machen. Das fand ich richtig geil. Da hat so ein Mädel, ich weiß nicht, sie könnte auch 14, 15, 16, also sie sieht auf jeden Fall nicht alt aus. So macht so ein Tutorial. Hallo Leute, ich wollte euch mal ein Tutorial zeigen, wie man die Wimpern macht. So, und sie setzt halt dieses komische Wimpernding an. Mhm. Sagt so, und dann zieht man dran. Und dann geht man auf Google und schaut sich an, was in China gerade für Konzentrationslager sind und was da wieder Uiguren-Moslems in niedrigsten Verhältnissen getötet, gefoltert, missbraucht und so weiter werden. Ja, und dann setzt man das Ding einmal an der anderen Wimper an und dann ist das Video vorbei. Richtig großartig, also es ist halt auch einfach humoristisch aufbereitet. Ja, verstehe. Und das ist richtig viral gegangen. Ja. Jetzt, vielleicht hatte ich das schon mal erwähnt, weiß ich gar nicht, aber falls nicht, TikTok ist eine Videoplattform, ähnlich Musical.ly, weil es war früher Musical.ly, wurde aber aufgekauft von China und umgebrandet in TikTok. Sie wurde aufgrund dieses Videos einen Monat lang gesperrt. Aber das war zu spät, es hat sich sehr weit verbreitet, es war auch auf Twitter, als ich es retweetet hatte, hat es schon 2,5 Millionen Aufrufe, also mittlerweile wahrscheinlich schon einiges mehr. Und hat auch noch mal einiges an Awareness geschaffen. Mhm. Schön. Hat sie schön gemacht. Ich fand es auch echt witzig. Also ich habe selber mal überlegt, ich habe ja auch TikTok und mache da aber gerade überhaupt nichts. Mhm. Habe überlegt, ob ich einfach mal jeden Tag so ein Video hochlade. Ja, übrigens in Hongkong und so. Mhm. Ja, übrigens Uiguren und so. Mhm. Einfach mal aus Gaudi. Und jetzt kam sie mir zuvor, ne, mit ihrem viralen Hit. Bitch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so hätte ich es nicht gemacht und so finde ich es viel witziger. Mhm. Also erst denkst du, okay, der Tweet, den ich da retweetet habe, ging auch so, ey Leute, dieses Tutorial hat mir voll geholfen, wirklich. Und dann guckst du es ja halt an und so aus dem Nichts kommt das. Ja, unbeholfenen kleinen Mädchen, die dann auf einmal dann so KZs sehen müssen. KZ-artige Szenen. Wenn ich es finde, kann ich es auch vielleicht schnell mal abspielen. Das ist ja nur 30 Sekunden lang. Oh, ich habe aber viele Sachen hier in Abwesenheit. Kann man ja eh nicht sehen, oder? Also nein, man sieht nicht viel, man sieht halt, wie sie an ihren Wimpern rummacht. Aber der Text dazu ist einfach, sie macht das wirklich gut. Da muss ich mal loben. Außerdem kann ich dann gleich aufklären, wie viele Aufrufe es mittlerweile hat. 5 Millionen. Das war eine Chinesin. 4,6. Nee, das ist irgendeine Amerikanerin. Hi guys, so I'm gonna teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes obviously. Then you're gonna put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions, if not, or else they're gonna, of course, get murdered. People that go into these concentration camps, they'll come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware, please spread awareness, and yeah, so you can grab your lash curler again. Ey, die ist cool. Ja. Sympathisch. Sehr, sehr gut. Gut. Auch die hat Brennpunkt Internet gehört die letzten Monate und hat endlich mal was gemacht. Wir sind so gut unterwegs. Ja, großartig. Die große Influencer-Radioshow hier auf Radio Lotte. Zumindest alle paar Wochen mal laufen die aktuell. Ja, irgendwie werden wir sabotiert. Also. Die Folgen sind so gut, die müssen die immer wiederholen. Ach so, stimmt. Ja, meine Mutter sagt mir öfter mal, ich kenne das doch schon. Ich habe das doch letzte Woche schon gehört. Aber schön, dass sie es hört. Ja, sie hört es dann auch gerne doppelt. Ach toll. Ja, hast du Elon Musks neues Auto gesehen? Nee. Nicht? Wirklich gar nicht? Der fährt selten hier durch, Weimar durch. Der hat es vorgestellt, Mann. Der Running Gag ist, haha, Elon Musks neues Auto sieht aus wie die Brüste von Lara Croft. Hä? Hast du es wirklich noch nicht gesehen? Nee. Ich beschäftige mich jetzt sehr weniger mit den Brüsten von Lara Croft. Und ja, den Autos von irgendwelchen Multimillionären. So wie die Brüste bei dem Ärzte-Lied Männer sind Schweine noch aussahen. Da waren die auch noch. Ah, da waren noch richtige Frauen damals. Richtige Frauen. Ich zeig's dir. Aber das ist ziemlich geil, weil dann kriegen wir jetzt, also Herr Rohde, das wird sich bestimmt auch freuen, dann kriegen wir deine erste, also deine First-Hand-Reaction. Du gehst da jetzt blind rein und schaust dir den neuen Tesla Cybertruck an. Wow. Bitteschön. Cybertruck.
Ja, also wie sehr spitze Brüste tatsächlich. Ja. Ist halt so ein pyramidenartiges Gerät. Also das hat diese Woche auf jeden Fall das Internet lahmgelegt, als das gezeigt wurde. Ich dachte auch jetzt gerade sofort an die Brüste von Lara Croft. Ja, also es sieht aus wie, es hat ein Pyramidendach, würde ich ganz grob sagen. Pyramidenartig. Es ist ein Rechteck. Ja, es ist ein Rechteck, auf dem ein Dreieck ist. Ja, also im Grunde ist es ein breit gezogenes Haus vom Nikolaus von der Seite. Da gibt es bestimmt einen besseren Begriff dafür, keine Ahnung, aber so. Ich habe keine Ahnung von Die Sache Geometrie. Dabei ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so der Schachzug war, aber das Ding vermarktet sich halt kostenlos, weißt du? Dadurch, dass du so ein sehr seltsames, also futuristisches, aber ja, es sieht halt einfach aus wie schlecht gerendert. So, dadurch, dass du dieses Design hast, sprechen natürlich alle drüber. Mhm. Und okay, bei dir ist es nicht angekommen, aber du hängst ja auch nur im Theater rum und redest mit Leutinnen. Leutinnen? Männer, aber, Männerinnen. Also es, ja. Aber es ist wunderschön. Deswegen liebe ich ja den Brennpunkt, ja, dass ich auch solche Sachen mitbekomme. Auch wir lernen dazu. Ach, im Brennpunkt. Was ich im Brennpunkt berede, ne? Ich habe jetzt endlich mal Death Stranding wirklich durchgespielt. Ja. Kojima ist so ein dummes Arschloch. Warst du nicht erst? Du hast der ja ist so bekloppt, der Typ. Du hast ja erst gehypt drauf. Ja, ja, also, pass auf. Es ist ja auch an sich gut. Aber. Pass auf, ich habe mich um 10 nachts hingesetzt und habe gemerkt, okay. Oder nicht hingesetzt, ich saß um 8 saß ich dran so. Und dann um 10 habe ich gemerkt, okay, das geht hier gerade gegen Ende. Ja? Um 6 habe ich im Bett gelegen, weil es durchgängig von um 10 bis um 6 einfach nur fast nur Sequenzen war, wo du nicht mehr wirklich viel gespielt hast. Es kamen nur noch ein paar Endbosse und so, bla bla, wo du wirklich was machen musstest, aber alter Schwede, das hat zu lange gedauert. Das ist halt dieses typische Kojima-Ding, so eine Stunde lang eine Zwischensequenz, wo du dann eigentlich mehrere Filme schaust, statt ein Videospiel spielst. Das würde mich also nerven. Ich will es gar nicht schlecht darstellen, ja. Es war einfach nur ungünstig, dass ich gedacht habe, um 10, naja, komm, in ein, 2, 3 Stunden ist das hier vorbei, spätestens. Das war ein großer Trugschluss. Darüber hinaus, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also schlecht ist es nicht. Mir hat im Endeffekt das Gameplay, was eigentlich total dumm ist, weil du machst nicht viel. Du das Gameplay, nur, ja? Ich habe das echt durchgespielt und hatte am nächsten Bock immer noch, am nächsten Morgen immer noch Bock, sinnlos Pakete auszuliefern, obwohl eigentlich mehr oder weniger alles getan war. So. Das ist so, so seltsam. Er hat es halt irgendwie geschafft, dass das so belohnt ist, dass du halt dein eigenes Streckennetz an so Ziplines baust und so. Unfassbar. Ich weiß nicht, was es ist. Dann macht der ja alles richtig. Theoretisch. Offenbar. Aber es ist für mich auf jeden Fall kein 10 von 10. Ich glaube nicht mal 8 von 10, aber 7 von 10 ist ja auch nicht schlecht. Christchurch war eine 9. Ja, da können wir das in Christchurch eine 9 war. Also ich würde sagen, ich habe zum Beispiel auch null Ambition, das nochmal durchzuspielen. Da gibt es halt auch einfach nicht so viele Gründe zu, weil du wirst nicht so viel unterschiedlich machen, denke ich mal. Oder hast nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt so Spiele wie GTA, die spielt man ganz oft durch nacheinander, aber das kann ich mir vorstellen, was du erzählt hast, dass man da so nur rumläuft und wandert. Das klingt schon beim ersten Durchspielen sehr langweilig. Ja, aber es ist halt geil. Ich wünsche mir auf jeden Fall nochmal ein Spiel in diese Richtung. Und dann tatsächlich so, ich fand das Laufen noch zu leicht. Ich finde, man müsste es noch schwerer machen. Ich habe das ja jetzt, ich mache das ja auch gerade. Mit drei Beinen vielleicht das nächste Mal. Nein, irgendwie noch schwieriger, dass du noch leichter umfällst. Ich weiß es nicht genau. Dass wirklich der Weg noch mehr das Ziel wird. Ich habe das ja auch, wie gesagt, jetzt gerade am Laufen, dass ich Death Stranding in Real Life filme. Und ich habe tatsächlich eine solche Konstruktion auf dem Rücken gehabt. Ja, krass, ey. Und gerade gestern war der windigste Tag der Woche. Und es ist unfassbar. Ich habe es richtig nachempfinden können, wie es im Spiel war. Eine Windböe und es ist echt so hart, es zieht dich oben weg und du kannst nicht anders als 5 Meter nach rechts zu stolpern. Aber was sollte das Kind vorn dran? Ist das auch bei der Death Stranding? Das ist das Bridge, Baby. Das ist jetzt schwer zu sagen. Also es ist ein Insider von dem Spiel. Ja, also im Grunde verbindet es die Welt der Toten mit der Welt der Lebenden. So sah sie auch einfach aus. Ja, ganz einfach runtergebrochen. Und das kommt heute raus quasi? Also am Sonntag heute oder am Freitag heute? Nee, das Video kommt noch nicht raus, ein anderes. Ach so. Ja, ich bin wieder voll in die Produktion gegangen, weißt du, da kommen jetzt so viele Videos raus. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich mache einen Nostrafortz Adventskalender. Wenn du möchtest, kannst du auch was hochladen. Ja, bitte, gerne. Also jeden Tag ein Video. Jeden Tag, boah. Ja, na, Adventskalender halt, ne? Also Nostrafortz kennst du ja, da ist ja nur Müll. Also ich weiß. Es reicht, wenn du in die Kamera grinst und es ist ein Video. So. Aber wenn du was machen möchtest, ne? Ja, gerne, ich bin dabei, immer. Ich mache alles. Schön. Gut. Dann habe ich hier noch was stehen. Koalas sind rein theoretisch ausgestorben.
Also, aber nur so eine Untersorte. Nee, funktionell. Also quasi sind sie ausgestorben im Prinzip. Es ist alles so ein bisschen dubios, weil ihr natürliches Habitat, so ein Gebiet von Wald, ich habe es nur so halb gelesen, aber das ist halt in Waldbränden komplett zu 80% einfach verbrannt. So. Mhm. Das heißt, theoretisch können sie nicht in der Zukunft sich weiter fortpflanzen da, weil sie halt einfach nicht den Lebensraum haben. Sie sind quasi also es gibt noch Koalas. Dem Tode geweiht. Ja, im Grunde ja. Hm. Ich weiß nicht, ob man da natürlich jetzt so wie das staatlich wieder retten kann, bla bla, aber aktuell sieht es nicht gut aus für die Koalas. Und die fand ich eigentlich immer ganz cool. Ja, ich auch. Koalas sind schmecken auch gut. Habe ich gehört. Ja, schmecken ich nach Eukalyptus. Ja. Das ist weil die essen ja auch nur Eukalyptus. Ja. Das sind ja die, ne, Koalabären. Ja. Ja. Aber das sind auch diese Langweiler, oder? Die machen nicht diese Faultiere, aber die Koalas chillen, glaube ich, auch den ganzen Tag. Ja, ja, es gibt auch diese Schokodinger von denen, weißt du, die mit Schokolade gefüllt sind. Ja. Schokokoalas. Ja. Zum Beispiel. Ach, wenn es die noch gibt, dann können die echten ja auch. Ich denke auch. Ist ja scheißegal. Aber was machen die ernsthaft? Auch vor kurzem ist auch irgendein Tier ausgestorben, aber tatsächlich, dass der letzte Vertreter gestorben ist. Was machen die damit? Frieren die das irgendwie ein in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal ein Duplikat daraus machen können? Hm. Oder sagen die, komm, scheiß drauf, ist halt jetzt weg. Was machen die mit solchen ausgestorbenen Tieren? Also, die Frage ist halt, lohnt sich das bei allen Tieren? Zum Beispiel, was macht denn der Hummel? Muss man die Hummel jetzt retten? Wenn die Hummel, ist süß. Wenn die jetzt bedroht wäre, würdest du die Hummel retten? Ja. Wir kriegen ja dann irgendwann auch ein logistisches Problem, wenn du jedes Tier irgendwo einfrierst, was jemals, nehmen wir mal an, wir leben jetzt hier noch eine Milliarde Jahre. Dann wird die Erde viel schwerer, meinst du, weil Eis immer schwer ist, dann fallen wir nach unten. Nee, und wo willst du die auch alle lagern? Wenn du jedes Tier immer einfrieren musst, in der Hoffnung, dass du es irgendwann mal klonen kannst. Es gibt doch so viele Spezies auf der Welt. Nicht jedes Tier, aber ein Vertreter. Bei welchen lohnt es sich denn? Also ich, von mir aus könnte die Katze aussterben. Nein, im Gegenteil. Ich bin nur hoch allergisch gegen die Assis. Ist selber schuld. Nee, dein Problem, nicht ihr Problem. Also wenn es da irgendwie eine Petition gäbe, ich würde sofort unterschreiben. Nee, scheiß Katzen, Fall. Alter. Das ist dein Problem, wie gesagt, nicht von den Katzen. Hm. Ich habe eine Katze. Ja, aber es gibt schon ein paar Tiere, die einfach unnötig sind. Zum Beispiel Pferde. Schau dir mal an, wie hässlich die sind. Ja, ich hasse Pferde auch. Ich finde die ganz furchtbar. Die sehen aus wie Außerirdische, finde ich. Meine Ex-Freundin hatte. Ex-Freundin war ein Pferd. Ein Pferd. Nee, die hatte ein Pferd irgendwie, das war ganz furchtbar. Hm. Also jetzt nicht, falls du jetzt zuhörst, nicht die ich immer noch leiden kann, eine andere. Ich hatte ein Pferd und ich musste da manchmal mit und zugucken und Fotos machen, wie sie reitet und. Das war immer sehr schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Also wenn sie mich reitet, hat sie keine Fotos machen wollen. Aber wenn sie so ein Pferd reitet, das muss ich immer filmen. Nee, also echt, ich hasse Pferde. Ich habe auch Angst vor denen ein bisschen. Wenn die austreten, dann bist du halt tot. Ja. Und hier in Weimar ist halt gerade auch so ein Hotspot für Pferde. Nee, aber die kamen woanders her. Aber ja, hier laufen auch ständig Pferde rum. Hm. Mit ihren Kutschen. Das ist auch nicht gut für die Pferde. Ich jetzt mal Pferde, Alter. Die haben dann so einen riesen Windel hinter sich, wo die reinscheißen, was das für widerliche Tiere sind echt in diesen mal. Kutschen. Können die nicht aufs Klo gehen, wie alle anderen auch? Überleg dir das mal, nur in einem Vakuum vorstellen, ja? Ja. So wie wenn man sich einen Menschen eigentlich vorstellt, ein Mensch ist einfach ein Scheiße-Container, der durch die Welt läuft. Ist überleg so. Dir das mal. Ja. So, und diese Kutschen, wenn man sich das mal wegdenkt, was die Kutschen überhaupt machen, die transportieren einen riesen Haufen Scheiße einmal quer durch die Stadt, immer und immer wieder. Macht gar keinen Sinn. Dumm. Da möchte ich gerne Peter Griffin zitieren, Pferde sind schlechte Menschen. Ja. Ein guter Mensch ist eventuell Eminem, der ist nämlich jetzt 10 Jahre clean. Das war diese Woche so richtig viraler Post. Also es ging da um Alkohol, ich weiß nicht, ob er parallel, wenn er natürlich links und rechts die Nadel drin stecken hat, ist das nicht ganz so ein großer Verdienst. Aber er ist jetzt 10 Jahre nüchtern, da kriegt man ja so Anstecker bei den anonymen Alkoholikern oder so. Und dieser wird Post geprüft? Ist sehr viral. Weil ich bin auch schon bestimmt seit 10 Jahren clean. Du kriegst keine Anstecker, was soll die Scheiße? Wobei ich doch zu Weihnachten esse ich manchmal so Schnapspralinen. Mon Cherie. Mit meiner Tante. Die finde ich eklig. Das ist das Einzige, was ich gerne esse an Alkohol. Schulter, ey. Von gestern noch. Coole Schulter. Ja. Also. Aber ich freue mich für Eminem. Großartig. Der hat zwar immer die gleichen Themen in seinen Songs, was mich langweilt, aber ich mag seinen Flow und er ist sehr gut und ja. Aber ich höre nicht so gerne. Ja. Ist das ja. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. So komisch. Also auf der einen Seite, ja, schön, dass er jetzt 10 Jahre clean ist, aber auf der anderen Seite, ja, selber, also nicht selber schuld, aber dieses so, ja es toll, warst du erst dumm, hast du halt irgendwie Drogen genommen oder warst Alkoholiker und jetzt bist du, also das ist natürlich eine sehr zynische Ansicht. Es ist eine Krankheit. Aber,
Alkoholismus ist eine Krankheit. Ist da fucking Eminem, Alter. Der, weißt du, der kackt das Geld. Der kann ja alles andere machen. Der braucht nicht noch einen Anstecker. Nee, ich meine nur, also... irgend so ein Obdachloser, der nichts hat im Leben, ja? Der hat es vielleicht schwieriger, von Alkohol wegzukommen als Eminem, oder? Ja, so gesehen. Ich fand's irgendwie ein bisschen befremdlich. Kannst gerne mal machen, kannst du einen Obdachlosen ansprechen und sagen, wenn du jetzt 3 Tage clean bist, kriegst du von mir einen Button. Kriegst einen Anstecker. Oder wenn du jetzt mal Mom's Spaghetti hier für mich rappst. Mom's Spaghetti, ja. So. Ja, ich weiß nicht, ich fand's einfach ein bisschen befremdlich. Wir müssen die Woche rezensieren. Ja. Zu langsam. Also eigentlich ist es nach der Woche letztens, ja, haben wir 8,5, glaube ich, gegeben und da ging es diese Impeachment-Sache und so. Und eigentlich sind da halt noch viel krassere Sachen jetzt dazugekommen. Richtig, auch dieser Klimanotstand und so, die VR-Brillen für Kühe, das finde ich schon eine große Sache. Aber wiederum spürt es sich für mich. Oh, heute ist wieder so ein Tag, Leute. Es fühlt sich für mich halt so an wie nächste Woche oder übernächste Woche passiert da eigentlich richtig was. Aber wir müssen schon zumindest dieses Gesetz für die Hongkongesen und die Wahl, die Wahlen, und dieses TikTok-Video, das müssen wir schon berücksichtigen. Aber ich weiß nicht, ich wäre so bei einer 7. Ja, aber im Vergleich zur letzten Woche müssen wir aber auch dann 7,5 sagen, dass wir uns der 8 annähern. Ja, ich habe befürchtet, dass du das sagst. Ja. Ich war halt einfach letzte Woche viel mehr investiert, weil ich diese Live-Sachen verfolgt habe und so. Du warst emotionalisiert. Das stimmt. Da habe ich mich mitreißen lassen. Aber es ist halt auch einfach krass. Es ist krass, was da gerade passiert. Bleibt Trump im Amt oder nicht? Das ist so eine entscheidende Sache global gesehen. Mhm. Geh mal auf 7,5 von mir aus. Ja. Würde ich auch sagen. Für den Klimanotstand, für Hongkong. Da gab es auch noch so ein geiles Bild, wie irgendwie noch 20 Leute waren da noch in dieser Hongkong-Uni, nachdem die komplett auseinandergefallen ist. Ich habe auch so ein Aftermath, so, kennst du diese nach Festivals, immer diese Aftermovies? Ja, ja. Und da habe ich sowas Ähnliches halt von der Uni gesehen, wie die komplett in Trümmern ist. Spring und eine so eine Person stand da noch da und hat eine Pressekonferenz abgehalten in diesen Trümmern. Großartig. Die Poli-U in Hongkong. Könnt ihr euch mal anschauen. Aber krass fand ich das Video, was du mir geschickt hast, wo der eine Protestant schreit, give us freedom, nee, give me freedom, or give me death. Ja. Da hatte ich richtige Goosebumps, ja. Ich hatte richtige Gänsehaut. Ich dachte, wow, da ist mein Anarchistenherz aufgesprungen. Ja, das war so ein 1-Minuten-Rede, wie er durch die Straßen, aber ich habe die nicht hier einwirken lassen, weil die ist 2-3 Wochen alt. Die war nicht von dieser Woche die Rede. Und er erzählt halt von Martin Luther King, er erzählt von Kennedy oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sagt er dann am Ende, ja, hier, wir kämpfen dafür und wir sind stark und also wie gesagt, gebt mir Tod. Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod. Ihr hattet die Chance, uns entgegenzukommen und ein Zeichen zu setzen für die Welt, dass es auch anders geht. Aber was schickt ihr uns? Riesenwiderstand und Polizei und Mord und Totschlag. Ja. Das war eine sehr schöne Rede. In einem sehr gebrochenen Englisch, aber schön. Hat er schön gemacht. Es hat einfach so geil gewirkt, weil er so durch diese Straßen geschallt hat. Und wenn du dir vorstellst, dass da Millionen Leute quasi mehr oder weniger gerade sind. Mhm. Und es trotzdem er so widerhallt. Ja, so. Und er spricht für sie. Ja. Die haben echt die Schnauze gehalten. Und die Schnauze voll. Richtig. Schön. Noch ganz kurz, nochmal die AfD zum Schluss. Ach Tino, wir hatten es doch geschafft ohne. Nein, nein, nein. Ich weiß, aber eins finde ich... Wir müssen Alexander Gauland verabschieden, denn der gibt seinen Posten ab. Er möchte beim kommenden Parteitag nicht nochmal antreten als Bundesvorsitz. Oha. Er ist jetzt endgültig zu alt und geht hoffentlich ins Altenheim. Und vergisst seine Badehose dabei nicht. Genau. Und das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das heißt, es gibt einen neuen Bundesvorstand. Das ist ein Riesending. Bisher habe ich nichts von einer Kandidatur gehört. Ich glaube, er will sich ganz... der Zerstörung Thüringens widmen. Aber Bernd ist doch genau in der Mitte der AfD. Richtig, ich weiß aber offenbar nicht, was die Posten angeht. Da ist er in der Mitte Deutschlands, in Thüringen. Aber Postenapokalypse. Aber es gibt wohl jetzt einen Tino Chrupalla. Der auf keinen Fall ich ist, der aus Sachsen kommt und antreten will. Und der hat wohl gute Chancen. Okay. Mit und, dem Namen. Und es gab noch eine Geste von Beatrice von Storch im Bundestag, wie sie am SPD-Mann die Kopfabgeste gibt. Und das nicht das, worüber sich Weidel beschwert hat, eben, noch vor anderthalb Wochen? Wieder dieses schöne Widersprüchliche, genau. Das geht aber gar nicht. Ja. Es macht ihre Kollegin auch. Und da jetzt, aber den aber mal verhaften, direkt anzeigen. Ja. Was macht die AfD jetzt bei Storch?
Ich hatte nur gehustet wahrscheinlich, keine Ahnung, Hustenanfall. Nice. Lustig. Das war ja der Brennpunkt für diese Woche, wenn wir nicht schon lange draußen sind. Nee, wir sind noch nicht draußen, wir sind bei hier fast eine Stunde. Ah ja. Ja. Aber für mich, also ich war wieder nicht ganz so gut vorbereitet, Leute, es tut mir leid. Ich auch nicht. Ich habe so eine stressige Woche, weißt du, ich habe heute so einen stressigen Tag und das Wochenende, oh, hier und da, dann muss ich auch noch zum Geburtstag von meiner Schwester zum Buffet gehen. Oh. Jetzt nicht. Es ist wirklich, und ich habe hier die ein oder andere Webvideoproduktion. Nächsten Monat geht's los mit dem Stream Dezember, da bin ich 3 Tage die Woche live, das ist so schlimm.